Testfahrt im Mercedes-Benz Travego der neuesten Generation. Bereits seine Farbe signalisiert deutlich, hier kommt etwas ganz Besonderes. Und in der Tat, der 13 Meter lange Bolide hat es in sich. Safety first, dieses Motto ist für den Travego Programm. Und damit ist mehr als nur eine Anhäufung einzelner Bausteine gemeint. Hinter dem Safety Coach steht ein umfassendes Sicherheitskonzept. Das beginnt bereits im Frontbereich. Hier hat der Front Collision Guard FCG Einzug gehalten. Dahinter verbirgt sich ein passives Sicherheitssystem zum Schutz von Fahrer und Begleiter bei einem Frontalaufprall. FCG besteht aus einem Querprofil, das bei einem Unfall einen Unterfahrschutz bildet. Das Gerippe hinter diesem Profil besteht aus Crash-Elementen, die im Falle eines Aufpralls Energie abbauen. Völlig neu gestaltet präsentiert sich der Fahrerarbeitsplatz. Die Form des Schalthebels wurde verbessert, sein Einbauort in Sachen Bedienbarkeit optimiert. Das gilt auch für den rechten Teil des Instrumententrägers. Gut erreichbar und einsehbar befinden sich hier die Bedienkonsolen für Audio, Video und Klimatisierung. Direkt im Fahrersichtfeld sitzt in der neuesten Travego-Generation der digitale Tachograph. Vorbei die Zeiten, in denen in gebückter Haltung am Kontrollgerät herumgefingert werden musste. Die Bedienung verdient jetzt eine glatte 1 in Sachen Ergonomie. Über Tasten auf dem neuen 4-Speichen-Lenkrad kann der Fahrer zahlreiche Informationen im neuen Display abrufen. So die Seitenansicht des Busses. Sind Klappen und Türen nicht geschlossen, weiß man sogar, um welche es sich handelt. Auch Navigationsinformationen, Ereignismeldungen wie eine defekte Beleuchtung oder Verbrauchsanzeigen machen aus dem Display eine wahre Kommunikationszentrale. In Sachen Service- und Ablagearchitektur präsentiert der Travego teils Bekanntes wie den Frontkühlschrank, teils Praktisches wie den kleinen Stauschrank neben dem Begleitsitz, in dem Reisedokumente oder die eigenen Kataloge aufbewahrt werden können, aber auch Nützliches wie die beiden verschließbaren Fächer am Beginn der oberen Gepäckablagen. Gut gefallen hat hier die Verarbeitungsqualität. Hören Sie mal, wie satt die Klappe schließt. Zeitgemäßer Standard dann die Podestküche. Hier wären auch weitere Ausstattungsvarianten denkbar, die von der Mikrowelle bis zur Espressomaschine reichen. Auf der rechten Fahrzeugseite gibt die parallel nach oben schwenkende Klappe, die sich einfach mit einer Hand bedienen lässt, den Blick frei auf den sogenannten Kleiderschrank. Im Bereich der zusätzlichen Stauräume befindet sich auch der AdBlue-Tank. Es kann sicherlich nicht schaden, eine kleine AdBlue-Reserve mitzuführen, bis die durchsichtige Harnstofflösung auch international flächendeckend verfügbar ist. Denn zur Erfüllung der strengen Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 setzt Mercedes-Benz auf die SCR-Technologie. Hierbei wird AdBlue in den Abgasstrom eingedüst, wodurch der größte Teil der Schadstoffe eliminiert wird. Über dem linken Vorderrad befinden sich die beiden Fahrzeugbatterien. Durch deren Unterbringung in Stehhöhe ist es zwar aufgrund ihres hohen Gewichtes nicht ganz einfach, ohne Hilfe die Batterie zu entnehmen, Sichtkontrollen werden dadurch aber erheblich erleichtert. Um an die Akkus zu gelangen, reicht es, eine Schutzklappe abzunehmen und die Batterien per Schlitten auszufahren. Insgesamt zeigt sich der Travego von einer sehr praxistauglichen Seite. Das gilt auch für die Gesamthöhe, die bei 3,71 Meter liegt. Damit passt er unter den meisten Brücken hindurch. Doch genug Theorie, es wird Zeit, den Bus auf der Teststrecke zu erleben. Und die absolviert der Travego ohne zu murren. Geschaltet wird mit dem hauseigenen automatisierten Powershift-Getriebe. 8 Gänge stehen zur Verfügung und
Alle Achtung, zu keiner Zeit wirkte es überfordert. Im Gegenteil, Powershift schaltet derart perfekt, dass man es bereits nach kurzer Zeit kaum noch bemerkt. Das gilt auch auf der Autobahn. Hier bei hohen Geschwindigkeiten fühlt sich der Bus sichtlich wohl. Allerdings wurde auch eine Menge getan, um die Sicherheitsstandards deutlich anzuheben. Dazu Mercedes-Benz Versuchsingenieur Andreas Türk. Wir befinden uns im Mercedes-Benz Travego der aktuellen Generation, der mit sämtlichen Sicherheitsausstattungen ausgerüstet ist, die es derzeit in unserem Haus zu kaufen gibt. Besonders hervorzuheben sind die elektronischen Helfer im Hintergrund, die wir zur aktiven Sicherheit zählen, denn es geht uns darum, Unfälle zu verhindern und nicht Unfallfolgen zu vermeiden. Das ist erst das zweite Ziel. Eins der tollsten Systeme, auf das wir ganz besonders stolz sind, ist unser Active Brake Assist in Verbindung mit dem Abstandregeltempomat und der Spurassistent. Und so funktioniert der Active Brake Assist. Fährt der Bus ohne seine Geschwindigkeit zu verringern auf ein langsamer vorausfahrendes Fahrzeug auf, etwa weil der Fahrer abgelenkt ist, passiert Folgendes. Zunächst wird der Fahrer durch ein rotes Dreieck im Display sowie akustisch gewarnt. Reagiert der Fahrer weiterhin nicht, wird eine Teilbremsung eingeleitet. Droht schließlich immer noch das Auffahren, leitet das System selbstständig eine Vollbremsung ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Fahrer den Fuß auf dem Gaspedal hat oder nicht. Solange der Bus ohne menschlichen Eingriff fährt, ist aber aktiv und stoppt das Fahrzeug. Grundsätzlich muss die Idee bei der Entwicklung eines Mercedes-Benz-Reisebusses natürlich sein, ein echtes Mercedes-Benz-Produkt zu schaffen, also mit Mercedes-Benz-Gen, sage ich jetzt mal, zu schaffen. Das heißt für uns zum einen ein nicht modisches, sondern modernes Design, was eben auch eine gewisse Zeit überdauern kann. Das Fahrzeug muss den derzeit im Markt befindlichen Sicherheitsstand definieren und muss zum anderen natürlich für Fahrer und für Fahrgäste ganz besonders komfortabel sein. Ja, unter der Marke Mercedes wird es nie ein Fahrzeug geben, kann es kein Fahrzeug geben, das im Bereich der Sicherheit Kompromisse schließt. Und was für die Technik gilt, sollte erst recht jeder Fahrer verinnerlicht haben. Denn nur wer sein Arbeitsmittel beherrscht, kommt auch mit schwierigen Situationen zurecht. Ein doppelter Spurwechsel sieht nicht nur spektakulär aus, er erfordert auch einiges an Können. Bei solchen Manövern greift natürlich auch helfend das serienmäßige ESP ein. Fahrzeug und Fahrer. Im neuen Travego wurde alles getan, damit diese Partnerschaft stimmt. Egal ob nachts auf der Autobahn oder auf idyllischen Straßen, die vom Fahrwerk oft eine Menge abverlangen. Der Travego bügelt Unebenheiten, Quer- und Längsrillen sauber aus. Die Straßen der Sächsischen Schweiz jedenfalls bereiteten dem Safety Coach keine Schwierigkeiten. Eine Besonderheit ist der Spurassistent, der bei einem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrbahn ein Vibrationssignal aussendet. Ab 70 km/h ist dieses Feature aktiv. Ein weiteres System am unteren Scheibenrand zu sehen, ist der Lichtregensensor, ein Hilfsmittel, das selbstverständlich ist, aber erst seit kurzem auch im Bus Einzug gehalten hat. Was mich ganz besonders stolz macht, ist, dass es uns gelungen ist, glaube ich, in regelmäßigen Takt tatsächlich neue Sicherheitstechnik in das Auto einzuführen. Dass wir, glaube ich, für unsere Kunden eine glaubhafte Story im Bereich Sicherheit schreiben können. Sicherheit ist für uns ein permanentes Thema, das unabhängig vom Tagesgeschehen von uns verfolgt wird. Das macht mich schon stolz, denn da steckt natürlich auch Geld, da stecken Ressourcen dahinter. Dass uns dieses gelungen ist, das macht mich schon stolz. In diesem Sinne steigen Sie ein und gehen Sie auf die Reise, auf eine sichere Reise. Denn mit dem Travego kommen alle Beteiligten auf ihre Kosten. Der Unternehmer, die Fahrgäste, der Fahrer und natürlich die übrigen Verkehrsteilnehmer. Mercedes-Benz hat sich dabei weit aus dem Fenster gelehnt, ist mit zahlreichen verbauten Innovationen in echte Vorleistung gegangen und nimmt zögerlichen Unternehmern die Verantwortung ab, indem viele Features bereits serienmäßig verbaut sind. Bleibt zu hoffen, dass die Nutzer diese Verantwortung erkennen und mit ihr entsprechend umgehen.
Das Handwerkszeug der Travego ist bereit für die neue Zeit. Wieder einmal.